Ja, herzlich willkommen zur ersten Vorlesung quasi. Und heute möchte ich damit beginnen, Ihnen die Zahlenklassen vorzustellen, mit denen wir rechnen werden. Ich habe ja schon gesagt, wir werden uns im Wesentlichen in der Vorlesung mit Zahlen und Funktionen beschäftigen. Und natürlich gibt es verschiedene Zahlenklassen und für die werden wir auch Symbole haben. Das möchte ich jetzt erstmal vorführen, bevor wir an die mehr abstrakten Formalien gehen. Also ich möchte also erstmal einfach reden, welche Zahlenklassen betrachten wir und wie rechnen wir mit denen. Also das ist jetzt einfach, sollte eine Wiederholung von dem sein, was Sie alle aus der Schule kennen. Und das Wesentliche ist eigentlich, dass wir die Notationen festlegen, die Sie eigentlich auch kennen sollten. Also die Notationen. Ja, welche Zahlen gibt es? Natürlich gibt es erstmal die natürlichen Zahlen, mit denen man zählt. Also 1, 2, 3 und so 4 und so weiter. Und die bezeichnet man normalerweise mit n. Also das sind dann einfach 1, 2, 3, 4 und so weiter. Natürlich unendlich viele. Und das sind die natürlichen Zahlen. Dann gibt es natürlich noch die 0. Bei der 0 weiß man nicht so genau, zählt sie zu den natürlichen Zahlen dazu oder nicht. Wenn wir die dazu nehmen, bezeichnen wir das mit n0. Ja, also das sind die natürlichen Zahlen, aber zusätzlich noch die 0. Also beides hier werden wir eigentlich als natürliche Zahlen bezeichnen. Und ich möchte auch schon gleich darauf hinweisen, dass die Notation hier nicht ganz konsistent ist. Also was ich hier mit N0 bezeichne, wird bei anderen Autoren oft mit N bezeichnet. Also wenn man irgendein Buch benutzt, sollte man immer überprüfen, was N bedeutet, ob die 0 dabei ist oder nicht. Ist ein bisschen unglücklich. Mathematik sollte sehr präzise sein, aber manchmal haben verschiedene Autoren verschiedene Vorstellungen und benutzen dann das gleiche Symbol für verschiedene Sachen. Nicht? Aber gut, wenn es mal festgelegt ist, ist es klar. Also bei uns sind die natürlichen Zahlen diese Zahlen hier. Gut, dann gibt es natürlich die ganzen Zahlen. Das heißt, dann nehme ich noch die negativen Zahlen dazu. Die bezeichnen wir mit Z. Das sind also die ganzen Zahlen. Und dann halt die negativen davon, also sowas wie minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und so weiter. Also das sind die ganzen Zahlen. Ja, also die kriegt man natürlich, wenn ich mit den natürlichen Zahlen anfange und dann subtrahiere. Ja, dann ist es ganz natürlich, dass ich auch negative Zahlen haben will. Wenn ich multipliziere, nicht, wenn ich die natürlichen oder auch die ganzen Zahlen habe, dann will ich natürlich auch dividieren und da falle ich natürlich auch aus den ganzen Zahlen ziemlich schnell raus. Und deshalb hat man halt die Brüche, die rationalen Zahlen. Die werden typischerweise mit Q bezeichnet. Das sind dann also Brüche der Gestalt P durch Q, wobei ich halt zwei ganze Zahlen dividiere und ich sollte natürlich nicht durch 0 dividieren. Nicht? Also P und Q sind hier halt ganze Zahlen, aber P sollte nicht 0 sein. Nicht? Also P, Q sind ganze Zahlen. Und Q ist verschieden von 0. Das sind die, ja, formal die rationalen Zahlen. Und das sind natürlich genau die Brüche. Ja, gut, okay, aber dann wissen Sie hoffentlich alle, dass mit den rationalen Zahlen nicht Schluss ist, sondern dass es noch mehr Zahlen gibt, die natürlich auch immer wieder auftauchen und sehr wichtig sind und die nicht als Brüche geschrieben werden können. Und wenn ich die halt noch dazu nehme, dann habe ich halt die reellen Zahlen. Die werden normalerweise mit R bezeichnet. Und die kann man dann natürlich in der Dezimalbruchdarstellung als eine Dezimalzahl darstellen, wobei eventuell ja, hinterm Komma es beliebig weitergeht, also nicht aufhört. Ein Bruch hat natürlich auch eine Dezimaldarstellung, hört aber irgendwann mal auf oder ist zumindest periodisch. Aber bei den reellen Zahlen im Allgemeinen kann ich eine beliebige unendliche Folge an Nachkommastellen haben. Also das sind die eventuell nicht abbrechenden Dezimalzahlen. Ja, gut. Und dann gibt es noch eine weitere Klasse, die Sie vielleicht noch nicht gesehen haben, nämlich die komplexen Zahlen. Also ich meine, die Zahlen bis zu den reellen Zahlen gehe ich eigentlich davon aus, dass Sie die alle kennen und dass es eigentlich nur eine Erinnerung ist. Während die komplexen Zahlen hat man in der Schule eventuell nicht gesehen. Die will ich jetzt nur quasi mit ihrem Symbol hinschreiben. Also die werden mit C bezeichnet. Und das sind halt Zahlen, die ich schreiben kann als x plus y, wobei x und y
reelle Zahlen sind. Und das i hier ist eine spezielle komplexe Zahl, das ist nämlich die Wurzel aus minus 1. Okay, also das ist eine Zahl, deren Quadrat gleich minus 1 ist. Und es gibt ja keine reelle Zahl, deren Quadrat gleich minus 1 ist, weil das Quadrat von jeder reellen Zahl ist halt positiv. Gut, okay, aber die werden auch eine Rolle spielen. Und die werden wir dann später in der Vorlesung auch einführen und dann werde ich mehr dazu sagen. Also hier will ich sie nur mit dazu nehmen, weil wenn ich später über gewisse Sachen rede, gelten die normalerweise auch für die komplexen Zahlen, aber ich erwarte jetzt nicht, dass Sie wissen, was die komplexen Zahlen sind. Gut, also das sind die Zahlen, die so typischerweise auftreten und die wir behandeln wollen. Und von denen wir dann später auch Funktionen nehmen wollen. Und natürlich sind Zahlen, das sind natürlich das, was in Naturwissenschaften, in der Technik typischerweise eine Rolle spielt als Messergebnis. Also Geschwindigkeit ist gegeben durch eine Zahl, Temperatur und so weiter. Also alles, was ich messe, sind normalerweise Zahlen. Gut. Okay, und hier vielleicht zu den Notationen. Also ich benutze diese Symbole mit diesem senkrechten Strich für diese Zahlen. Das ist eine typische Schreibweise für diese Zahlenklassen, die haben all diesen Doppelstrich. Also das ist, der ist eigentlich reserviert für solche Klassen von Zahlen. Und dann benutze ich hier natürlich auch Mengenschreibweise. Das heißt, ich nehme hier Mengen von irgendwelchen Objekten. Wir werden natürlich insbesondere dann uns Elemente in diesen Mengen angucken. Und das bezeichnen wir dann natürlich typischerweise in der folgenden Art und Weise. Dann schreibe ich zum Beispiel x ist ein Element in R. R sind unsere reellen Zahlen. Und hiermit will ich sagen, dass x ist halt eine reelle Zahl. Und das hier ist das Elementsymbol, das halt sagt, das Ding hier ist ein Element von dieser Menge. Oder lasch ausgedrückt, x ist halt einfach eine reelle Zahl. Also hier R fasse ich als die Menge der reellen Zahlen auf. Das sind also alle reellen Zahlen. Und das hier sagt mir, dass x ein Element von dieser Menge ist. Also das Zeichen hier ist unser Zeichen für ist Element von. Und das hier sagt dann, x ist einfach ein Element von der Menge der reellen Zahlen oder einfacher ausgedrückt, x ist eine reelle Zahl. Also das, was hier steht, ist einfach die Aussage, dass x ist eine reelle Zahl. Gut, das sind also unsere Zahlen, mit denen wir arbeiten wollen. Und vielleicht mache ich ein paar Bemerkungen dazu. Also quasi ist es auch eine gewisse Erinnerung an die Relevanz und die Unterschiede zwischen diesen Mengen. Also ein paar Bemerkungen. Also erstens mal habe ich ja schon gesagt, dass die Konvention für n nicht einheitlich ist. Also manchmal nimmt man 0 zu n dazu. Es ist halt die Frage, wenn ich zähle, 0, habe ich dann was gezählt oder nicht? Aber das ist mir eine philosophische Frage, das muss man sich halt nur festlegen und dann ist es festgelegt und für uns legen wir das halt so fest. Also Konvention für n nicht einheitlich. Okay, gut, aber für uns ist es so definiert. Gut, okay, und dann, was ich auch schon gesagt habe, die reellen Zahlen, die brauche ich halt, weil viele Zahlen, die ich habe, die wichtig sind, die lassen sich nicht als Brüche darstellen. Und das ist sogar im gewissen Sinne, ist das, dass die meisten Zahlen in R, dass die keine Brüche sind. Wobei die meisten ist jetzt vielleicht nicht klar, weil beides sind ja unendliche Mengen. Also gut. Und die Frage, ob eine unendliche Menge größer ist als eine andere oder wie viel größer, werden wir vielleicht später auch mal streifen und so. Aber im Augenblick wollen wir das einfach nur intuitiv sagen. Also die meisten reellen Zahlen lassen sich halt nicht als Bruch darstellen. Nicht als Bruch schreiben. Also zum Beispiel, also typische Zahlen, die wirklich eine Rolle spielen, zum Beispiel Wurzel 2. Ja, Wurzel 2 ist kein Bruch oder e oder auch pi, das sind alles keine rationalen Zahlen. Also wenn ich hier dieses Elementzeichen durchstreiche, heißt es natürlich, dass es kein Element davon ist. Also keine rationale Zahl, aber andererseits sind es natürlich reelle Zahlen.
Nicht? Und insbesondere, ja, Wurzel 2, dass das keine rationale Zahl ist, also kein Bruch. Nicht? Das haben die alten Griechen schon rausgefunden. Und da werden wir da später auch nochmal drauf eingehen und das quasi zeigen. Gut, also die reellen Zahlen sind halt mehr als die rationalen Zahlen. Und wahrscheinlich kennt ja auch jeder die typische Darstellung von den reellen Zahlen als Zahlenstrahl, ja, was darauf hindeutet, dass ich auch eine gewisse Ordnung auf den reellen Zahlen habe. Also R stelle ich mir typischerweise als einen Zahlenstrahl vor. Ja, das heißt, ich habe also hier diese Linie, das sind die reellen Zahlen, nicht? Und da sitzt halt irgendwo die Null. Die 0 ist natürlich das ausgezeichnete Element bezüglich der Addition. Wenn ich das irgendwo dazu addiere, ändert sich nichts. Dann habe ich halt 1, 2, 3 und so weiter, also die natürlichen Zahlen. Und hier auf der anderen Seite habe ich die negativen Zahlen, minus 2, minus 3. Die zusammen sind dann die ganzen Zahlen. Und dann kommen halt noch die Brüche dazu, die liegen halt irgendwo dazwischen. Aber die rationalen Zahlen sind dann noch nicht alles, sondern bei Q fehlen halt hier quasi Zahlen. Nicht? Und bei R kommen die dazu, das heißt, ich habe zum Beispiel Wurzel 2, das sitzt dann irgendwo hier. Ich habe zum Beispiel minus Pi, das sitzt dann irgendwo hier. Nicht? Das sind dann halt Zahlen. Wenn ich Q hinmale, Q würde ich quasi auch als so einen Zahlenstrahl hinmalen, aber da wären halt viele, viele Löcher drin. Zahlen, die ich nicht in Q habe, die ich nicht als Brüche schreiben kann und die bei R aber dazukommen. Also bei Q, bei den rationalen Zahlen, da fehlen halt Zahlen, die ich brauche. Ne? Mein Fehlen heißt natürlich, gut, solange ich kein Interesse dran habe, solange ich nur an Brüchen interessiert bin, gut, merke ich nicht, dass was fehlt, aber das sind halt Zahlen, die wirklich ganz natürlich eigentlich da sein sollten und die nimmt man bei R dazu. Ne? Okay, also bei Q fehlen Zahlen. Also wie zum Beispiel hier Wurzel 2 oder minus Pi, die ich da hingemalt habe. Und R, bei R kommen die dazu und man sagt dann formal, R ist vollständig. Also der Unterschied zwischen Q und R ist, dass das Q Lücken in diesem Zahlenstrahl hat und diese Lücken werden durch R geschlossen. Und ja, der formale Begriff dafür ist, dass das R vollständig ist. Und da werden wir später dann auch drüber reden. Also im Augenblick gebe ich nur einen groben Überblick über die Objekte, die uns interessieren werden. Und wir werden natürlich im Laufe der Vorlesung zu all diesen Sachen nochmal näher drauf eingehen. Aber im Augenblick geht es im Wesentlichen darum, dass wir überhaupt mal die Zahlenklassen zur Verfügung haben und über die reden können. Und dann die Eigenschaften, die sie besitzen, werden wir dann im Laufe der Vorlesung noch genauer uns angucken. Ja, und diese Tatsache, dass ich R als diesen Zahlenstrahl darstelle, habe ich ja schon gesagt, hat natürlich auch diese intuitive Bedeutung oder suggeriert, dass ich eine gewisse Ordnung auf den reellen Zahlen habe. Das heißt, ich kann auch Zahlen miteinander vergleichen. Nicht? Also ich kann sagen, dass 0 ist kleiner als 1, ne? Wurzel 2 ist kleiner als 2 und solche Sachen. Also ich kann reelle Zahlen miteinander vergleichen. Das ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft. Also die Tatsache, dass ich einen Zahlenstrahl habe, dass ich das wirklich als den Strahl hinmale, das suggeriert halt, das entspricht halt dieser Anordnung, die ich habe. Also man kann reelle Zahlen miteinander vergleichen. Also zum Beispiel kann ich sagen, dass Wurzel 2 ist kleiner gleich als 2 oder minus Pi ist kleiner gleich als 0. Und im Wesentlichen, das Wesentliche ist halt, dass ich positive und negative Zahlen habe. Die positiven Zahlen sind größer als 0 und die negativen Zahlen, die sind kleiner als 0. Und wenn ich das mal habe, dann kann ich auch andere Zahlen miteinander vergleichen, je nachdem, ob ihre Differenz positiv oder negativ ist. Okay, da werden wir auch später noch drauf eingehen. Und der offizielle Begriff dafür, für diese Eigenschaft, dass ich Zahlen vergleichen kann, ist halt, dass das R angeordnet ist. Also ich habe da eine Ordnung drauf, die mir erlaubt, zwei Zahlen miteinander zu vergleichen. Und das
diese Anordnung. Das macht dann auch den Unterschied zu C. C im Prinzip, viele der Strukturen in C, die komplexen Zahlen, ist genau so wie bei den reellen Zahlen, aber das C ist nicht angeordnet. Da kann ich nicht alle Zahlen miteinander vergleichen. Also das ist der Unterschied, der im Augenblick den meisten vielleicht gar nicht sagt, aber ich will es halt trotzdem hier erwähnen. Das C nämlich hat keine Anordnung. Und wenn ich mir die komplexen Zahlen veranschaulichen will, wenn ich die hinmalen will, dann kann ich die nicht auf dem Strahl malen, weil das wird ja heißen, ich würde sie irgendwie anordnen, sondern eine kanonische Darstellung dafür ist, dass ich sie einfach in der Ebene male. Also es ist quasi eine zweidimensionale Darstellung. Das heißt, C entspricht in dieser Anordnung nicht dem Zahlenstrahl, sondern der Zahlenebene. Gut, aber da möchte ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Und es soll jetzt erstmal die Vorstellung der Mengen gewesen sein, für die wir uns interessieren.